815 Personen gewählt haben, an der Urne auch interessant, 1152 Personen und bei der Briefwahl 1149, also fast pari pari, 50 zu 50. Und Herr Moser wurde mit 30,14% Wahlbeteiligung und 2574 gültigen Stimmen zum alten und neuen Bürgermeister wiedergewählt, wozu ich Sie recht herzlich beglückwünsche. Ausdruck der Zufriedenheit der Bürger von Engen mit der Arbeit von unserem Bürgermeister. Immer wenn die 3 vor dem Komma steht, ist das ein klarer Ausdruck bei einem Alleinkandidat, dass sie mit ihrem Bürgermeister zufrieden sind. Und wie es sich gehört für eine ordentliche Wahl, frage ich Sie nun, Herr Moser, nehmen Sie das Amt des Bürgermeisters an? Ja, ich nehme die Wahl an. Eines Tages die Amtsgeschäfte in andere Hände zu geben, schuldenfrei. Das Ergebnis ist auch in dieser Deutlichkeit heute Abend für uns nicht überraschend. Es ist ein Vertrauensbeweis. Man kann es in einem Satz sagen, bei Moser gibt es nichts zu meckern. Und ich kann auf meiner Seite sagen, ganz persönlich auch als Landtagsabgeordnete, gehen Sie mit mir sehr, sehr fair um. Sie haben noch nie an meiner Arbeit gemeckert oder haben irgendwie gesagt, Landesring, was macht ihr auch? Sondern Sie stellen mir Fragen, ich beantworte die und wir sind immer in sehr guten Gesprächen. Lieber Hannes, die dritte Wiederwahl hat was. Und ohne, dass wir jetzt abgehoben, arrogant oder eingebildet sein muss, glaube ich, sie adelt einen. Einiges an Arbeit vor uns, viele große Projekte, die auch im Zusammenhang mit Corona sicherlich etwas schwerer in die Umsetzung hineingebracht werden können. Aber gemeinsam schaffen wir das, wir sind gemeinsam stark und wenn wir alle zusammenhalten, dann werden wir erstens Corona überstehen und vor allen Dingen auch die Projekte, die noch auf unserer großen Liste stehen, eins nach dem anderen umsetzen können.